glaubt. Wir machen das hier alles nur zum Spaß. Dann habt ihr absolut recht. Radio Wolkenkratzer. So, 2012 als jüngster Teilnehmer Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Seitdem hunderttausende Tonträger verkauft, ziemlich viele Preise abgeräumt. Ich begrüße Luca Henny im Interview mit Radio Wolkenkratzer. Guten Tag. Hallo, Luca. Dankeschön. Hi. Klingt gut, ja? Ja, klingt nicht schlecht. Ja, klingt eben gut. In der Lobby habe ich gesehen, jede Menge weibliche Fans. Genau. Ja, wir machen jetzt hier heute in Köln gerade so ein 5-Jahres-Event, weil ich halt seit 5 Jahren Musik mache. Eben, du hast ja gerade eben gesagt, 2012, Deutschland sucht einen Superstar. Das war so mein Start hier bei euch in Deutschland. Ist irgendwie schon 5 Jahre her, es geht halt alles so schnell, ne? Wir machen hier heute so einen speziellen Event, so für 50 ausgewählte Fans, wo wir so Videomaterial angucken, die halt noch keiner gesehen hat. Okay, genau. Musik gibt's nicht? Musik gibt's, also ja, auf dem Video. Auf dem Video. Aber heute ist mehr ein zusammen anstoßen, ein bisschen zusammen quatschen, zusammen Fotos machen und eben diese 90 Minuten Film, die wir extra für diesen Event zusammengeschnitten haben, gucken wir uns zusammen an. 5 Jahre Luca Henny? Genau. Was hat sich geändert? Was ist jetzt anders? Boah, was ist jetzt anders? Ich meine, man ist älter geworden. Ich meine, da, wo ich angefangen habe, jetzt hier in Deutschland, war ich 16, 17 Jahre alt. Jetzt bin ich 22. Man ist, also ich bin immer noch nicht so alt, aber man ist sicher erwachsener geworden. Die ganze Live-Show hat sich halt verändert. Jetzt kommt dann das 5. Album, kommt 2018. Im Herbst kommt eine neue Single raus. Neues Projekt in Köln. Ich wohne jetzt gerade auch ein paar Monate hier. Ja, es ist halt, es entwickelt sich alles. Das ist auch schön und mit den Fans auch ist ganz cool. Also zum Teil, also man wächst halt irgendwie auch mit den Fans. Klar, es gibt noch Junge und es gibt aber auch so 18, 24-Jährige und mit denen ist man so gewachsen. So. Das ist ganz witzig. Meinst du, dass die Show hat sich verändert in den 5 Jahren? Also meine Show jetzt, so die Live-Show? Nein, die von Dieter Bohlen, also Deutschland sucht einen Superstar. Okay, ich muss ehrlich zu sagen, ich habe es nicht mehr so fleißig geguckt, weil ich war da und finde ich super. Aber dann habe ich ja selber, habe ich meinen Weg irgendwie gemacht und das, ja. Aber es hat sich verändert. Ich meine, ich war noch so, 2012 war glaube ich so die letzte Show, wo es noch 10 Live-Shows gab. Oder 12, ich weiß es selber nicht mehr, 10 glaube ich. Genau, also es wurde natürlich immer ein bisschen verändert, so mit der Zeit. Ist es denn so, dass du nicht jetzt unbedingt damit noch erwähnt werden möchtest, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehst? Also ich finde... Einen anderen eventuell auch? Du, ganz klar, also ich bin Musiker und ganz klar will man auch als Musiker wahrgenommen werden. Das ist, klar. Das ist ganz klar, aber ich finde, das war ein guter Start für mich, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, würden mich ja die Leute gar nicht kennen, sage ich mal, hier in Deutschland. Gut. Jetzt auf jeden Fall vielleicht noch nicht oder damals noch nicht, man weiß es ja nicht, aber ich finde es gut, habe ich das gemacht, weil da haben mich die Leute irgendwie gesehen und kennengelernt und danach kann man sich beweisen und seinen Weg machen. Darf nur nicht vergessen, sich aufzubauen, ich glaube, das ist immer so ein wichtiger Punkt, ein Musiker muss ja aufgebaut werden, muss diese Kreabilität, die muss man sich erarbeiten und die erarbeitet man sich halt nicht mit, sage ich mal, einem Jahr Fernsehen. Und ich glaube, da muss man immer so den Weg dann selber finden und das ist super ganz schön. Wie baust du dich auf? Wie baue ich mich auch auf? Also das Wichtigste für mich ist live zu spielen. Also wir gehen eben auf Tour, auch in Deutschland und dann wirklich ganz viele Sachen spielen ist für mich wichtig. So. Und eine gute Show natürlich abliefern. Nicht nur auf Show machen, halt auch wirklich auf Musik setzen. Sei es mit der ganzen Band und schön und das wirklich, ja, dass man die Leute berühren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Hattest du erwartet, dass du... diese Show gewinnst oder ab wann hast du gedacht, das könnte was werden? Boah, ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe es einfach mitgemacht. Ja. So, also ich wollte immer Musik machen, habe in der Schweiz schon ein bisschen Musik gemacht und dann überlegt, mache ich irgendwas? In der Schweiz vielleicht mal irgendwas mit Fernsehen? Habe ich gedacht, das ist irgendwie zu klein.
Dann gehe ich besser nach Deutschland, ist ein bisschen größer bei euch. und dann war es aber eine spontane Nummer, aber ich habe jetzt nie damit gerechnet, dass ich das gewinne. So. Ja, ich habe auch gelesen, bisher musikalisch spielst, glaube ich, Schlagzeug. Mhm, ich habe angefangen, genau, Schlagzeug zu spielen. Das habe ich 9 Jahre, also Unterricht genommen. Spiele ich heute immer noch. Dann habe ich Piano gespielt, spiele ich immer noch, Gitarre. Und dann habe ich eigentlich erst gesungen. Und ich habe eigentlich vor dem auf der Bühne stehen und Musik machen, habe ich eigentlich viel mehr einfach nur produziert. Wir haben noch eine Produktionsfirma, wo wir halt Werbemusik und für andere Künstler Sachen schreiben. Das habe ich eigentlich früher mehr gemacht und jetzt aber wieder so ein bisschen aufgegriffen, weil ich es halt sehr gerne mache. So, ja. Ich habe mir das Video angeguckt, als du es sozusagen vorgestellt hast bei Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Boah, habe ich gedacht, was eine coole Socke. Ja, echt? Du warst total cool, ja. Es hat mich gerne sau verstanden damals, weißt du? Ich hier, der Schweizer. Andere machen sich in die Hosen, wenn sie dir der Bohlen gegenüberstehen. Aber du hast das Recht, hatte ich das jetzt nicht so... Keine Ahnung, ich bin einfach locker an die Sache herangegangen. Ja. War mich selbst so und ja... Ich meine, klar, es war eine neue Situation vor irgendwie, keine Ahnung, anderen Leuten und zum Fernsehen zu stehen, aber schlussendlich wollte ich mich einfach, ja, mal irgendwas zeigen. Wahrscheinlich das Wichtigste jetzt für dich, neue CD, neues Album. Mhm. Ja, sehr wichtig, genau, jetzt kommt, also wir sind gerade voll dran, eben, ich wohne jetzt gerade noch in Köln und am Wochenende gehe ich immer nach Hause in der Schweiz und da arbeiten wir am neuen Album, das heißt, aber im Herbst kommen schon die ersten Singles und dann im Jahr 2018, so im Frühjahr, kommt das 5. Album raus und dann sind wir wieder auf Tour und dann ja, geht die ganze Rutsche wieder von vorne, es geht immer wieder von vorne also, los. Also, schon 9 CD gibt es eine Tour. Die CD wird in der Schweiz In der Schweiz produziert, genau. Ja, und wer hilft dir da? Machst du das selber oder? Also wir sind immer so ein Dreier-Team. Also eben, wir haben noch eine Produktionsfirma, die gehört so zur Luca Music dazu. Und da machen wir ganz viel drüber. Plus noch 2 Leute, die sind auch in Bern, wo ich wohne. Und mit denen machen wir das, genau. Okay. Dann bedanke ich mich erstmal. Ja, und jetzt versuchen wir mal, ob unsere Jana. Ja, die Jana, ja klar. Guck, da kommt auch nochmal ein Zettel. Du hast dich 2012 gegen Daniele und Jesse durchgesetzt. Hast du noch Kontakt zu den beiden? Ja, ab und zu. Ich muss zugeben, nicht mega viel. Aber ab und zu, gesehen habe ich. Jesse habe ich öfters wieder gesehen. Ja, aber sicher. Ja, also es war eine gute Zeit. Aber jetzt nicht in mega engen Kontakt, sage ich mal. Du hast auf deiner Website einen Member-Club. Warum ist der Zutritt erst ab 16 Jahren möglich? Steht du bis 15, oder? Ja, das ist ein bisschen eine rechtliche Sache. Genau, weil wir gedacht haben, es ist einfach mal ab 16, aber du wirst ja sicher bald 16, oder? Ja. Siehst du, kannst du dich auch anmelden, dann klappt das. Ja, aber es ist, das ist einfach leider so. Du hast für die deutsche Knochenmarkspender-Datei den Song Only One You geschrieben. Wie kamst du auf diese Idee und geht der gesamte Erlös aus diesem Song an die DKMS? Genau, also da geht der gesamte Erlös von Only One You geht an die DKMS. Wie kam es dazu? Ich habe die bei einem Event getroffen, also so die ein paar Personen von der deutschen Knochenmarkspende. Und dann haben wir die das ein bisschen erklärt, was sie so machen. Und dann habe ich gefunden, ey, cooles Projekt und ich mache immer gerne so pro Jahr irgendwie ein so größeres Charity-Projekt, habe ich gedacht, hey, ich schreibe einen Song und genau, die Einnahmen, die da kommen, will ich da gerne spenden, dass die Welt, das kostet ja auch alles, diese Tests zu machen und die müssen da echt Geld in die Hand nehmen auch und da habe ich gedacht, will ich auch was spenden oder quasi die den Song kaufen und ich natürlich auch noch dazu ein bisschen was. Ja. Dein neues Album haben wir bereits angesprochen. Was können wir demnächst noch von dir erwarten? Wird es auch deutschsprachige Songs oder Coversongs geben? Also es bleibt Englisch, bis jetzt mal. Genau. Ein Cover habe ich gerade gemacht. Also wenn ihr auf Facebook geht oder auf meinen YouTube-Channel, da habe ich Shape of You ein bisschen so in einer schönen Akustikversion gemacht. Das mache ich auch mal gerne. Schnell so ein Cover raushauen. Ich wohne jetzt gerade hier in Köln. Es gibt nächste Woche News, was ich endlich hier mache, weil es fragt sich schon, was macht denn der die ganze Zeit in Köln? Es gibt ein neues Projekt, was Großes, was Schönes, genau, deswegen bin ich auch hier. Und dann im Herbst eben neue Musik und 2018 kommt das 5. Album und dann sind wir wieder auf Tour.
Das sind so die News. Und Kleider gibt es noch. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Ich habe eine Kleiderkollektion rausgebracht. SVSL heißt das. Sam vs. Luca. Die gibt es auch da hinten dann noch. Und ja, die kommt jetzt auch nach Deutschland. Die war jetzt in der Schweiz, ist die so in 30 Läden verfügbar. Auch online. In Deutschland jetzt erstmals online. Später dann vielleicht auch noch in den Shops. Und jo. Was ist dein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist eigentlich hier, be the change you want to see in the world. Ich zeige es gerade, deswegen habe ich so gesprochen. Ich habe das auf meinen Arm tätowiert. Genau. Ja, so ein bisschen, also jetzt sei die Veränderung, aber gebt dir auch einfach Mühe und setzt dir Ziele und lebt deinen Traum und gib nicht auf. Also es ist so alles, was da so ein bisschen reingehört. Das ist mein Motto. Ja. Das war's. Das war's. Danke. Aber hat sie gut gemacht. Ich danke dir. So, das war das Interview mit Luca. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg noch für die Zukunft. Dankeschön. Und natürlich immer so viele weibliche Fans. Ja. Ja, alles Gute. Danke. Vielen, vielen Dank. Euch auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ja. Leute. Ciao, ciao.